Du möchtest dich selbstständig machen und fragst dich, was finanziell dort wichtig ist, was du beachten solltest, dann ist dieses Video heute richtig für dich und wird die meisten Fragen beantworten. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Wir begleiten jedes Jahr Hunderte von Menschen dabei, bei ihren Projekten diese umzusetzen. Das können Gründungen sein, Wachstumsvorhaben. Und was alle brauchen, ist natürlich die Frage, wie viel Finanzen brauche ich für mein Vorhaben und wie kann ich die abbilden? Der erste große Fehler, der immer wieder gemacht wird, ist, dass zu wenig Cash, also Betriebsmittelreserve, eingeplant wird. Das ist das Geld, was du nicht für Investitionen oder Anschaffung ausgibst, sondern für laufende Kosten, für Fixkosten, für Personalkosten, aber ganz wichtig auch für Marketingkosten. Denn schon Henry Ford hat gesagt, wer nicht wirbt, der nicht stirbt. Wenn niemand weiß, dass es dich gibt, egal wie gut dein Produkt ist, dann wirst du auch nichts verkaufen. Und diese Bekanntheit, die gilt es genauso zu finanzieren mit deinen laufenden Kosten, Kommunikationskosten, Bewegungskosten, Versicherungskosten, also alles, was dein Unternehmen braucht. Plane daher immer mindestens 30% mehr an Betriebsmittelreserve, an Cash rein, als was du die ersten 3 bis 6 Monate insgesamt brauchst an Fix- und Personalkosten. Und das können schnell mal 10, 20, 30.000 Euro sein, die nur auf deinem Konto liegen, von denen du zehrst. Wenn du dieses Geld nicht hast oder bei der Bankfinanzierung nicht einplanst, nun, dann wächst du dich pleite. Sprich, also du gibst das Geld aus, dein Unternehmen sieht gut aufgestellt aus, aber die Umsätze reichen noch nicht, um die laufenden Kosten zu decken, aber du hast kein Geld mehr, um deine Verbindlichkeit zu bedienen und dann bist du insolvent. Und das ist eine reine Planungssache, das ist eine reine Finanzierungssache und dazu lade ich dich ein, dass du diesen Fehler nicht machst. Der zweite große Fehler ist, dass Menschen schon anfangen, Dinge einzukaufen, also zu investieren. Und dann gehen sie erst zur Bank oder zum Fördermittelgeber und sagen, oh, ich habe ja damals was ausgegeben, kann ich das rückwärts finanzieren? Und das funktioniert bei keinem Förderprogramm. Keine Investition wird rückwärts bewilligt und auch keine Beratung, die du begonnen hast, wird rückwärts bewilligt. Das heißt, wenn du Gelder brauchst, Fördermittel brauchst für dein Vorhaben, für deine Finanzierung, für deine Berater auch, die du beauftragst, dann warte erst ab, bis du die Bewilligung bekommen hast und die Erlaubnis starten zu können und dann starte erst mit der Anschaffung. Ich habe einen Unternehmer begleitet, der auf einer Messe war und ganz günstig zum halben Preis eine Holzkantenanleibenmaschine erstanden hat. Er hat die auch gleich bezahlt, also gleich einen Kaufvertrag abgeschlossen und eine Woche später war erst das Hausbankgespräch. Nun, diese Maschine, diese Investition und auch das Geld, was er herausgegeben hatte, waren weg. Er konnte also rückwärts das nicht mehr fördern lassen. Und viel schlimmer, ihm fehlte dann das Eigenkapital für diese Holzkantenanleihmaschine bei der Gesamtfinanzierung. Er hat also auch dann noch weniger Fremdmittel bekommen, weil er weniger Eigenmittel hatte. Den dritten großen Fehler, den gerade viele Online-Händler machen, dass sie die Eigenmittel, die sie angespart haben, schon mal aufbrauchen, um das Unternehmen zu starten und dann gehen sie erst zur Bank. Auf der einen Seite ist es sinnvoll, weil sie erstmal nachweisen können, dass sie überhaupt Verkäufe erzielen und erfolgreich sind. Auf der anderen Seite schmilzt aber ihr Eigenmittelanteil. Das Problem ist, dass viele Fördermittel schon eine Eigenkapitalquote haben wollen. Und wenn die Eigenkapitalquote zum Beispiel 20% ist oder 10 oder 15, dann heißt es, wenn du 100.000 Euro haben willst, brauchst für dein Vorhaben, dass du 20.000 Euro auf dem Konto haben musst und nachweisen musst mit Kontoauszug. Dazu reicht nicht, dein Warenlager darzustellen oder dass du ein Auto hast, sondern in der Regel müssen das echte Barmittel sein, die auf dem Konto liegen und keine Sachgüter oder Eigenleistung. Das heißt, achte immer darauf, dass du genügend Eigenkapitalquote, also Eigenmittel hast im Verhältnis zur Summe, die du brauchst. Ansonsten ist das oder kann das ein Grund sein, für die Bank abzulehnen. Gerade bei Gastronomie, zum Beispiel in Ballungsregionen in Berlin, kann diese Eigenkapitalquote auch mal ansteigen auf 50%. Brauchst du also 200.000 von der Bank für deine Unternehmung? Nun, dann wird die Bank dir sagen, dann bringen sie mal 50% mit. Das heißt, du müsstest 100.000 mitbringen, um 100.000 zu bekommen. Und das kann sich je nach Standort und Branche unterscheiden. Also mach dich auch hier sachkundig oder beantrage bei uns ein kostenfreies Erstgespräch. Der vierte große Fehler kann sein, dass du die falsche Rechtsform wählst oder dass du die Firma vielleicht viel zu früh gründest. Zum Beispiel gibt es Fördermittel, wo du Zuschüsse bekommst, also geschenktes Geld, zum Beispiel Profit, Projektfinanzierung. Da darf deine Firma erstens nur eine Kapitalgesellschaft sein, also mindestens eine Unternehmergesellschaft, abgekürzt UG, und die darf nicht älter als 6 Monate sein. Das heißt, wenn du dann schon 2 Jahre eine GmbH hast oder eine GbR, dann bist du raus. Und so gibt es für jedes große Förderprogramm unterschiedliche Kriterien und Anforderungen an den Träger,
an die Rechtsform. Also mach dich auch hier sachkundig und gründe dann erst. Und wenn du trotzdem schon Unternehmen starten willst, dann fang erst mal mit einem Einzelunternehmen an. Das kostet nicht viel und das kannst du jederzeit wieder abmelden. Der fünfte Fehler, der häufig gemacht wird, dass der Finanzplan nicht vollständig ist. Das bedeutet, er hat entweder keine genügende Vorausplanung über 36 Monate oder es ist kein monatlicher Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung dann erkennbar oder die Finanzplanung fehlt oder ist auch nicht monatlich. Das heißt, bilde immer mindestens 36 Monate ab, habe alle Kosten drin und alle Investitionen und erteile auch die Investitionen zu Betriebsmitteln und achte darauf, dass du nicht nur Gewinn- und Verlustrechnung hast, sondern dass du auch die Steuern betrachtest, die Tilgung betrachtest in der Liquiditätsplanung und dass dir auch klar ist, welche Abschreibung deine Investitionen unterliegen und wie das alles zusammenfließt. Also hier lieber ein bisschen genauer den Finanzplan zu machen, als dass etwas fehlt. Denn wenn die kaufmännische Sorgfaltspflicht durch deinen Finanzplan nicht durchschimmert, dann wird die Bank dir nicht vertrauen und kein Geld geben. Und dafür gibt es aber Förderprogramme. Du kannst zwischen 50% bis 100% Zuschüsse bekommen, dass andere Berater, so wie wir als X-Group, dir dabei helfen können, einen perfekten, einen bankenfähigen, belastbaren Finanzplan und auch Businessplan zu erstellen. Der sechste große Fehler oder das, was du beachten solltest, wenn du dich selbstständig machst und deine Finanzen betrachtest, ist die Frage, hast du dein PMF schon erreicht oder wie viel Geld brauchst du, um PMF zu erreichen? PMF steht für Product Market Fit. Das heißt nichts anderes als der Köder schmeckt dem Fisch. Denn wenn das, was du produzierst, keine Zielgruppe hat oder die Zielgruppe sagt, das ist eklig oder das ist mir zu teuer, dann kannst du das tollste Produkt der Welt finanzieren und anbieten im Markt oder online, aber keiner wird es kaufen. Das heißt, nimm hier Geld auch in die Hand oder plane Geld ein, um alleine das erstmal vorab abzubilden, Product Market Fit, durch Marktumfragen, durch kleine Testverkäufe, durch Kooperationen oder durch kleine Fallbeispiele und Fallstudien, die du abbildest und dann noch einbringen kannst, um dann das zu beweisen, wenn du das Geld haben willst. Denn die Bank wird immer wissen wollen, ist dein Portal fertig? Gibt es schon Kunden für dieses Produkt? Wie viele? Wie viele haben gekauft? Wie sind die Quoten? Wie viel Traffic kam auf deine Webseite? Wie viele haben davon gekauft? Wie viele Zuschauer oder Passanten kamen an deinem Ladengeschäft vorbei? Wie viele sind reingekommen? Wie viele haben gekauft? Das alles will die Bank natürlich wissen, um zu erfahren, weil du ja noch keine Vergangenheit hast mit dem Unternehmen, ob das wahrscheinlich ist, dass dieses Unternehmen, dieses Projekt, dieses Forum erfolgreich werden kann. Beim letzten Punkt geht es um deine privaten Kosten, aber auch um deine private Situation. Ich gehe davon aus, dass deine Schufa sauber ist, dass deine Kreditreformeinträge sauber sind oder gut dastehen. Aber achte auch, dass du bei deiner Finanzplanung darauf achtest, deine kompletten Lebenshaltungskosten einzubauen. Und damit meine ich nicht nur die 700, 800 Euro, die du am Minimum brauchst, sondern wenn du dich selbstständig machst und auch keine Bezüge mehr hast vom Arbeitsamt oder Jobcenter, dann hast du immer noch die Sozialversicherung, Krankenversicherung, alles zu bedienen. Und in deinen Lebenshaltungskosten oder deinen Unternehmerlohn sollte auch eingebaut sein, deine Altersvorsorge oder Rücklage. Die Bank geht in der Regel von 2.000 bis 3.000 Euro aus, was du mindestens brauchst, 2.500 Euro. Und dann wird die Bank auch wissen wollen, wie deine Lebenssituation ist, wie viele Schuldenverbindlichkeiten du hast oder wie viele Kinder und wie viele Kosten und Ausgaben. Das heißt, die Bank will auch immer wissen, wie deine Selbstauskunft, deine wirtschaftliche Situation aussieht. Und das alles muss natürlich in deiner Finanzplanung abgebildet sein, dass nach Abzug aller Steuern und sonstigen Interessen du von den Überschüssen diese Lebenshaltungskosten auch finanzieren kannst. Ansonsten musst du mehr in die Taschen des Unternehmens greifen, als da ist. Und das gefährdet die Firma und du kriegst keine Finanzierung. Zusammengefasst brauchst du also bei der Finanzplanung einen abgerundeten, sauberen, tragfähigen Plan. Und wir erstellen die 200 bis 300 Mal im Jahr und können mit den Templates dir auch viel Zeit ersparen. Und mit den Fördermitteln können wir doch viel Kosten ersparen, denn wir sind zertifiziert und zugelassen und können deshalb auch Fördermittel für dich beantragen zwischen 50% bis 100% unserer Kosten. Und dann können wir in 2 bis 4 Wochen so einen kompletten Finanzplan noch fertig machen. Egal wofür du ihn brauchst, egal ob du eine Kleingründung machst, eine große Gründung, ob du beim Arbeitsamt Fördermittel beantragen willst, bei Investoren oder sogar beim ERP-Programm bis 25 Millionen Euro für Gründer. Gerne lade ich dich nun ein, Daumen hoch zu machen bei unserem Video, unseren Kanal zu abonnieren und uns weiter zu empfehlen. Gerne auch kannst du jetzt unser kostenfreies Erstgespräch nutzen. Denn dann können wir sofort nach Bewilligung der Förderprogramme ein Team zusammenstellen aus über 40 Beratern, die dich bundesweit beraten. Entweder Präsenz in unseren Büros oder auch gerne über digitale Webkonferenzen. Beantrage nun das kostenfreie Erstgespräch und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Finanzplanung, dass alles gut geht und du dein Ziel erreichst. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch.
Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten, und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst, und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.